Das Nachtmahl war beendet und die Musikbücher wurden ganz, wie es Brauch ist, an den Tisch gebracht. Die Hausherrin gab mir Noten und bat mich aufrichtig, doch zu singen. Man kann über Shakespeare gar nicht reden. Es ist alles unzulänglich. Er ist gar zu reich und zu gewaltig. Eine produktive Natur darf alle Jahre nur ein Stück von ihm lesen, wenn sie nicht an ihm zugrunde gehen will. Ich tat wohl, dass ich durch meine Götz von Berlichingen und Egmont ihn mir vom Halse schaffte. Shakespeare gibt uns in silbernen Schalen goldene Äpfel. Wir bekommen nun wohl durch das Studium seiner Stücke die silberne Schale. Allein wir haben nur Kartoffeln hineinzutun. Das ist das Schlimme.